Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Ich mache hier mal ein bisschen weiter. Die Story will ich beenden. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. Gefährde wäre jetzt eigentlich hier nicht schlecht. Und ich würde eventuell mein Gamepad nochmal versuchen. Das Zielen ist halt blöd mit dem Gamepad. Aber Spielen ist schon besser. Gefährde wäre hier nicht schlecht, aber den kriege ich hier nicht, den ich will. Vielleicht nachher gucken. Wie war das hier nochmal? So, glaube ich, gell? Aber, tja. Wie mache ich bei der Bar unten? Skillbar? Nee, warte mal, das ist Quest. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Oh. Das haben wir. Ja, mal probieren. Entweder sterbe ich. Uff. Ah, okay. X war das. Ihr seht's. X. Y. Okay, ausweichen weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ah, war das nicht drücken? Das ist Sprinten. Ich weiß trotzdem nicht mehr ausweichen. Ach, jetzt habe ich hier wieder.
Ah, ich krieg's noch raus. Wo müssen wir eigentlich hin hier? Also es hat doch hier... Da. Okay. Mein Gott, du kannst doch hier durch. Ups. Wenn ich da runterfliege, bin ich tot, gell? Da kannst du runter. Ups. Komm, den schaffe ich. Er läuft da rum. Ja. Ja. Ah, LTA. Gleichzeitig. LTA. Ah, jetzt. Wo ist er hin? LT? Ah. LTA. T
Tee? Ah. Es geht ja eigentlich. Ein bisschen mehr Übung. Ich muss runter. Ja? Oh. Wo kommt das her? Oben? Unten? Unten? Oben? Fertig. Zumindest hier. Naja, das sind zwei jetzt hier, nee, drei sogar.
Ich bin nicht allein, ich bin nicht allein, ich bin nicht allein. Komm. Beanspruchen? Mal hier. Beanspruchen. Ich glaube, ich habe falsch gedrückt. Zurück. B. Beanspruchen. Das war hier. Nee, das ist Map. Stufenbelohnungen. Bitte was? Hab ich das alles hier? Nee, warte. Ah! Ich krieg das alles hier? Nee, ich muss eins auswählen. Flammenstab des Propheten. Ausgerüstet. Blitzstab. Das ist ja besser. 1084. Ich brauche den Stab. Auswählen. Ach, unten beanspruchen. Jetzt. Kann ich hier auch was? Zuweisen? Auf Punkte, ich habe einen Punkt. Zuweisen, kann ich das nicht erhöhen? Zuweisen? Nee, geht nicht. Verändern? Oh, ich habe keine Ahnung. Aber was ist das für ein Symbol davor? Zuweisen. 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 Ja! Was habe ich jetzt gemacht? Zuweisen. Zuweisen. Zuweisen? Ah. Zuweisen. Also zuweisen ist die Plätze zuweisen. Okay, jetzt habe ich es wieder. So wie es war. Also zuweisen ist eigentlich Barplatz. Verändern, verändern. Verändern. Das geht da nicht. Aber hier. Gefängnis. Zurückhaltendes Gefängnis. Keine Ahnung.
Also guck mal jetzt 3,76 Schaden. Das macht weniger. Aber das sieht besser aus. Das hat zwei Rahmen. Nimm mal das hier. Ich glaube, das war's jetzt. Ah, okay, Flammenstab. Hier? Inventar? Also das war doch der Stab, 1084, aber Magiedurchdringung. Rüstungsdurchstoß. Maximales Leben, gering Magiekraft. Auch wenig Waffenkraft. Nimm's halt mal. Ach nee, warte mal. Ach, schaut euch. Ebene wechseln. LB, LB. B, LB, LB. Kann ich von hier aus auch porten? Ja, oder? Ja, Weißen steht da. Wo muss ich hin? Oh, hier, oder? Mhm. Kann ich hier porten? Ach. Übrigens habe ich mir besorgt und ich habe ein Pferd. Kann man es über ein Pet auch rufen? Warte mal, das ist Ducken. Ah, verstecken. Keine Ahnung. Ich weiß, Tastatur weiß ich.
sind weiß. Ah, noch eine Außenseiterin in diesem unwirtlichen Meer aus Asche. Ich frage mich, ob wir einander helfen könnten. Ja, würde ich ja gerne. Einer nach dem anderen. Ich komme ja noch mal. Komme ich von hier aus? Nee. Mal. Ich müsste doch weiter westlich. Springt das Pferd auch? Oh ja. Nicht rum. Ja, das sind so zwei, die Käfer da. Ich habe die schon gesehen. Ohne. Nein, ich will mal nichts aufheben. Bofri Stumpfklinge. Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ihr müsst nur Geduld haben. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine geschleppt. Dem ging's noch schlechter als den anderen. Es geht auf eure Kappe, Mobana.
Ihr dürfte es doch einen Schrein geben, oder? Oben vielleicht? Nee. Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ihr müsst nur Geduld haben. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine geschleppt. Dem ging's noch schlechter als den anderen. Es geht auf eure Kappe, Mobana. Ist doch das Gleiche. Also, ich habe jetzt keinen gesehen. Was ist das hier? Wegschrein. Ado? Aber ich habe den nicht aktiviert, gell? Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ja. Ihr müsst nur Geduld haben. Mensch, und ich bin vorbei. Jetzt. Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ihr müsst nur Geduld haben. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine geschleppt. Zum 80. Mal. Hilfe ist unterwegs. Ich habe Zusicherungen des Hauses Redoran. Es kümmert sich um diesen Ärger in der Mine. Ihr müsst nur Geduld haben. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine geschleppt. Tim ging's noch. Geduld? Eben wurde noch ein Eierträger aus der Mine verschleppt. So. Was ist hier los? Die greifen sich gegenseitig an. Oh. Ja. Ich will aber eigentlich hier rum. Ach so, kann man absitzen. Ah, gut. Ah. Jetzt ist er weg. Bin eh fast da. Was ist das hier? Himmelscherbe?
Komme ich nur von oben rein? Ah ja. Oh oh. Ist das eine Statue oder bewegt er sich? Eine Statue, oder? Statue. Mhm. Ah, ja. Stein. Friedhof der Geistereindringlinge. In Ordnung. Ich bin ziemlich sicher, dass es in der verschlossenen Twemer-Truhe in der Mitte der letzten Kammer von Arknadunsch eine Komponente gibt, die der verrückte Barilzar haben will. Jedoch stellen die aktiven Ofenschlote ein Problem dar. Jedes Mal, wenn ich versuche, mich der Truhe zu nähern, brennt das Feuer und hält mich auf Abstand. Scheint, als müsste ich herausfinden, wie man die Schlote schließt. Wenn mich diese verdammten Konstrukte und diese vermaledeiten Geister mal einen Moment in Ruhe lassen würden, könnte ich das bewerkstelligen. Anscheinend sind drei Ventilsteuerungen mit den Schloten verbunden. Sollte also kein Problem sein, die Ventile zu nutzen, um die Schlote zu schließen, damit ich die Truhe öffnen kann. Ist das da hinten so ein Ventil? Okay, da ist wieder so ein Viech. Ach, das sind Zahnräder. Ich dachte, das wäre ein so schleimiges Viech. Hier ist keins mehr. Nix. Kann nix machen.
Gut, nix. Nix. Also ich will mal rechts. Rechts rum. Ah, okay. Das hat er gemeint. Aber da ist so ein Centurio, einer. Einer. Gebt Barilza die Komponenten. Halt mal.
Gibt's hier nichts, was man brauchen könnte? Nix, gar nichts. Nix. Ebene, wie war das nochmal hier? Alter. Seid ihr erst vor kurzem eingetroffen oder kehrt ihr gerade zurück? Ich kann nicht immer die Zahnräder und Kolben auf Linie halten. Ah, ich erinnere mich. Die Komponenten für den Klangumkehrer. Konntet ihr sie beschaffen? Ja, habe ich. Ich habe einen Sonanzgenerator, eine Umkehrleitung und einen Getriebeuhrwerkschaft besorgt. Beeindruckend. Ich dachte, ich würde euch nie wiedersehen. So ist das nämlich für gewöhnlich, wenn ich Mietlinge anstelle, um mir seltene und exotische Gegenstände von gefährlichen Orten zu beschaffen. Nun, das große Zahnrad kennt keine Trödelei. Und ich auch nicht. Gebt sie her und ich mache mich an die Arbeit. Hier sind die Gegenstände, nach denen ihr verlangt habt. Ein Klangumkehrer, kommt sofort! Man verbindet das, zieht die Feder an. Explodiert nicht. Ach, fast fertig. Dort. Und, gefällt sie euch, meine neueste Schöpfung? Ich nenne sie den Klangumkehrer. Hatte ich das schon erwähnt? Wie auch immer. Er sollte Sotasils umgebautem Stab entgegenwirken können, zumindest für kurze Zeit. Ich nehme an, ihr wisst, wie man das hier benutzt, oder? Nein, ich weiß nicht, wie man den Klangumkehrer einsetzt. Natürlich tut ihr das nicht. Ich habe ihn ja gerade erst erfunden. Ehrlich. Ihr werdet ihn sowieso nicht verwenden. Nicht, wenn ihr vorhabt, gegen den Träger von Sotasils Stab zu kämpfen. Es ist nahezu unmöglich, den Klangumkehrer zu verwenden, wenn man gleichzeitig in eine Schlacht verwickelt ist. Das ist zu umständlich. Wie setze ich ihn denn ein, um Sunara entgegenzuwirken? Sunara? Der gesegnete Stab? Ich schätze, der Name passt. Gewissermaßen. Ihr werdet jemanden brauchen, der euch zur Hand geht. Jemanden, dem ihr vertraut. Oh, nicht ich. Zu beschäftigt. Zu zerbrechlich. Aber der Einsatz des Klangumkehrers erfordert auf jeden Fall zwei Leute. Ist der Klangumkehrer schwierig einzusetzen? Das ist so leicht wie einen Skrip-Gelee-Kuchen zu backen. Eine Person bedient die Steuerung, um die Schallwellen zu erzeugen. Sobald die richtige Tonhöhe erreicht ist, aktiviert man den Umkehrer und entlädt seine Energie, um Sunaras Macht aufzuheben. Vorübergehend.
Hier, ich habe euch eine Anleitung geschrieben. Danke, danke. Ciao. Erstattet Erzkanoniker Tavus Bericht. Oh, jetzt kann ich ja gucken gehen. Ich will was schauen in der Stadt. Also ich muss ja wieder, okay, ja, ich muss zurück. Ich hege die Hoffnung, dass ich hier bald fertig bin. Ah, also doch. Kramfeste. Kartenhaie und Sammler, stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Hier steht nichts. Komm nicht raus. Ja. Komm nicht raus hier. Da ist auch ein Schiff. Das geht gar nicht. Also, hier ist nur ein Schiff, mit dem man reisen kann.
Hört her, Kartenhaie und Sammler. Stellt eure Schleue und euren Mut bei einem brandneuen Kartenspiel auf die Probe. Ruhmesgeschichten. Kramfeste Ständer. Weil ich mir überlegt habe, wie komme ich denn in andere Gebiete überhaupt? Dann habe ich gelesen, dass über Schiffe kann man reisen. Eure Gegenwart entweiht diese Stadt, Aschländerin. Wie könnt ihr es wagen, unseren Gott sehen zu wollen? Ich bin hier, um zu helfen. Wenn ihr mir nicht zuhören wollt, dann hört der Fremdländerin zu. Den Dreien sei Dank. Die Fremdländerin ist zurück. Konnte Barilsa uns helfen? Achtet nicht auf diese Aschländerin. Sie faselt immerzu etwas von Fürst Vivecs Zustand und wie sie ihm helfen kann. Aber ich bin mir sicher, dass es nur eine Art Falle ist. Ich wollte sie gerade aus der Stadt schaffen lassen oder sie den Schlachterfischen zum Fraß vorwerfen. Das ist Serin, Jodalas Schwester. Sie hat mir in Altrun geholfen. Ich weiß, wer sie ist. Ich traue ihr immer noch nicht. Und ich weigere mich, sie auch nur in die Nähe von Fürst Vivec zu lassen. Wer weiß schon, was eine Aschländerin tut, wenn sie den Kriegerpoeten in einem derart anfälligen Zustand sieht. Ich brauche ihre Hilfe. Sie wird zwei Leute brauchen. Es wird zwei Leute brauchen, um Barilzars Klangumkehrer zu bedienen. Ein Klang, was? Nun, da ich ja nicht mit euch kommen kann, weil Fürst Vivec meine ununterbrochene Aufmerksamkeit braucht, schätze ich, dass euch wohl die Aschländerin zur Hand gehen muss. Na schön. Nehmt sie mit und besiegt Jodala. Danach bringt mir seinen Stab, damit wir Vivec wieder genesen lassen können. Wir werden Sunara bald in Händen halten. Ihm den Stab bringen? Ah. Ich traue ihm nicht. Falls so ein alter Schwachkopf beim Tribunal als Anführer durchgeht, ist es kein Wunder, dass unter den Häusern ein solches Chaos herrscht. Doch es bleibt keine Zeit, darüber lange nachzudenken. Ich habe meinen Bruder gefunden. Es ist schlimmer, als ich gefürchtet hatte. Jodalas Streben nach Macht hat ihn auf finstere Pfade geführt. Was meintet ihr mit finstere Pfade? Jodala und seine treuesten Anhänger haben Zuflucht in einer Ruine namens Kaushtarari gesucht. Das ist ein uralter Schrein, der dem dädrischen Fürsten Malakat geweiht ist. Ich glaube, mein Bruder hat vor, den Gott der Flüche um Hilfe zu bitten. Ich habe ein Gerät, das Hunara entgegenwirken wird, aber ich brauche eure Hilfe, um es einsetzen zu können. Es wird uns erlauben, Jodala aufzuhalten? Dann werde ich euch natürlich helfen. Da die Hunde des Tribunals mir meine Waffen weggenommen haben, werde ich mir Ersatz für sie besorgen müssen. Trefft mich an den Ruinen, sobald ihr bereit seid. Wir sehen uns in Kaushtarari. 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 Kaushtarari?
Ist das hier? Nee. Andere Quest. Da. Gehen wir hier. Müssen wir hier was erledigen noch? Ich wollte ja eigentlich so das Schiff und ich will die Quest will ich fertig machen. Beenden. Wie sieht es denn mit Inventar aus? 39,80. Ich habe ja jetzt Plus und dann kann ich ja... benutzt ja Material. Ja? Entschuldigung. Den Handelsbeutel oder was? Handwerksbeutel. Handwerksbeutel. Ach, das habe ich geklaut. Aber schlechter. Obwohl, es ist ja mittel. Oh. Das nehme ich. Also wenn ich was Neues habe, ist immer ein Ausrufezeichen davor, gell? Wahrscheinlich nicht immer jedes irgendwie Plunder. Vorlage. Das benutzen wir. Also zum Händler würde ich schon gerne. Rechts. Ah. Hier geht's hoch. Was? Hat irgendjemand meinen Mann gesehen? Wie viel Geld haben wir eigentlich? Können wir nicht... Nee, ich glaube, so viel habe ich noch nicht. Käfer und Pilze so groß wie Häuser. Damit jagt man jedem Kätzchen die Streifen an. Nee, haben wir nicht. Aber trotzdem. Dieser weiß nicht, was er von seiner Telvanni-Kundschaft hat. Ach so, okay, verkaufen können wir nicht bei ihm. Manchmal möchte ich einfach. So, verkaufen. Wunder. Lüfen ist Verzauberung, oder nicht? Ja, verzaubern. Wo macht man das eigentlich? Ich will das die ganze Zeit wegwerfen, aber dann denke ich, nee, benutze das mal zum Probieren, Ausprobieren. Jetzt tun wir weg.
Den auch. 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 Nee. Das haben wir gesagt, behalten wir wegen... Wegen des Set. ...1084? Ist das nicht... Nee. Oh, hä? Aber das ist ja nicht der, wo ich jetzt trage. Hm? Nee. Gut, dann habe ich jetzt keine Waffe mehr. Was mache ich mit dem da überhaupt? Das schleppe ich auch die ganze Zeit mit. Und den meine ich Trophäe. Okay, das kann ich benutzen wahrscheinlich. Zinnhalskette. Das kann man auch weg. Okay, das war's mal. Wo kann man verzaubern? Monturtisch. Feuerstelle. Oh, warte mal, verzaubern habe ich doch irgendwo mal gesehen, oder nicht? Schmied, Gemischtwarenhändler, Schreiner, Schreiner, Schmied, Schneider. Verzauberungstisch hier. Also da drüben. Geh ich mal hin. Unten rum. Ist egal. Schneider. Schneider. Bank. Verzauberung. Hier. Herstellen. Extrahieren. Anleitung. Ihr habt diese noch nicht erlernt. Benötigt Machtverbesserung 1. Hier steht gar nichts. Essenz Runenstein. Aspekt
Benutz mal das hier. Oh. Oh. No. Entfernen, zurück. Auswahl zurücksetzen. Materialien. Hä? Nein! Was? Wo sind denn jetzt alle hin? Extrahieren? Auswahl zurücksetzen? Oh Gott, ich habe jetzt überhaupt irgendwie gar keine mehr, oder was? Auswahl zurücksetzen. Ups. Ah ne, hier sind sie wieder. Hä? Nur Quests. Dann sind sie wieder hier. Alle Materialien. Nur Quests. Ah. Da muss man anderes rein, oder was? Und hier dann wieder, oder? Ah. Ach, Glyphen. Mach mal herstellen. Ah, warte mal, ich hab das jetzt wieder. Nee, nimm mal nicht so. Nimm mal das untere. Herstellen. Hurade, Magdari. Hm. Was standen da? Achso, wir sind verzaubern 2. Was stand da jetzt rechts? Hurade, Oko. Ah, okay, jetzt. Ich glaube, jetzt geht nicht mehr. Ich brauche eine andere. Ah, so, okay. Jetzt weiß man auch ein bisschen, wie das funktioniert. Die haben wir gemacht, gell? Ja, aber Glyphen setzt man doch ein in die Rüstung, oder nicht? Schmuck, Handwerk, Tisch. Veredeln. Herstellen.
Hinzufügen? Mhm. Und das kostet nur Gold oder was? Aber da unten, oben lese ich doch irgendwie 0, Gegenstand 0. Schon wieder Gold. Wir belegen, ah nee, doch. Erfolgschance 5%. Nee, warte mal, 500%. Aber ich habe das ja gar nicht. Was immer das auch ist. Irgendwas braucht man dafür. Okay. Analysieren. Zeichnungen. Okay, das haben wir alles nicht. Oh, was ist das hier? Rüben. Alchemietisch. Natürliches Wasser. wird zu einem Trank? Formeln. Unbekanntes Ergebnis. Ein Trank mit unbekannter Wirkung. Herstellen. Ich will mal was herstellen, ausprobieren. Tinktur der Magika-Verwüstung. Achso, und unten steht dann, ich dachte nämlich gerade, wie kriegt man das Rezept? Und unten steht dann unbekannt, also was man draus machen kann. Tempo. Okay, aber bei dem steht ja jetzt nichts unbekannt, unbekannt. Aber ich habe das doch auch benutzt. Unbrauchbar. Unbrauchbar.
Unbekannt.